Ja, meine Freunde. Yeah. Wir sind jetzt hier, um euch was zu sagen. Und zwar, kauft euch, nein, nicht kauft euch, sondern ladet euch das Bilderbuch runter. Kommt raus, morgen, 9.9. Schönes Datum, das er sich ausgesucht hat. Ja, Download-Link steht hier unten drunter. Und jetzt sagt auch mal der Demolisher was dazu. Jo. Erstens wollten wir mal sagen, das ultimative Album namens Bilderbuch ist von Kiowa. Oder Kimbo Kiowa. Kiowa, so aufstrebender Rapper aus Bochum. Ne? Wir haben auch schon mal hier so ein Exemplar, haben auch schon mal gekriegt hier. Das Bilderbuch hier. Ne? Ja, das ist es. Das ist Kamera. Schau mal eine Kamera hier ein bisschen. Ne? Ja, wunderbar. Ja, hier sehen wir Kimbo hier auf dem Thron. So. Zieh ich auch noch rein hier. Kimbo hier, yeah. Kimbo Jorm und die Goma Crew hier. Ne? Yeah, ihr habt alle da. Alle da, muss man sagen. Ja, das ist der Track so. Look at the King, look at the King. Ja, genau, look at the King, genau. Naja, auf jeden Fall wünschen wir dann alles Gute, ne? Und ladet euch das Ding runter. Ja, die anstandslosen Rapper, die drücken dir die Daumen so voll. Ja, yeah, die Daumen so, ja. Yeah. Voll schwul, aber egal. Ja, jetzt noch mal was von uns hier an dieser Stelle. Ja, Shepherd Island sollte schon längst rauskommen, wie ihr wisst. Aber es hat sich ein bisschen verzögert. Ja, wir mussten erledigen. Die Reise war halt nicht einfach. Ne? Ja, ist doof gewesen. Die Folgen waren weitreichend, sagen wir mal so, jetzt am Ende. Ja, jetzt haben wir uns gut erholt davon und jetzt kommt es bald raus. Es ist einfach auch zu geil. Wir konnten es einfach nicht rausbringen, weil wäre einfach zu geil gewesen. Jetzt hat dieses Jahr keine andere Musik mehr angehört und das konnten einfach die anderen Musiker nicht zutrauen. Ja, aber wir mussten der Kiowa gut jetzt so ein Bilderbuch rausbringen. Entscheiden müsst zwischen zwei Sachen, bringen wir unser ein bisschen später raus. Ja. Also, ich bin hier mal an, sagen wir mal, Oktober kommt raus. Letzten Abend ein bisschen neu trennen. Ein bisschen strange, aber auch cool einfach. Ist halt so, wie wir sind. So, wie wir sind. Und wir haben natürlich noch was zu erzählen. Yeah. Ende des Jahres, jetzt noch 2011, mein Soloalbum Demolisher, The Revenge. Das wird das Ultimative, sage ich euch. Danach ist sowieso alles weg. Auch die dummen Tapes von dem hier. Als der Demo da saß schon wieder mit seinen Michigan Demolisher Pulli, ich bin cool und es kommt Revenge und das ist totaler Bullshit. Einfach nur Bullshit. Weil er weiß genau, von der Pulli Tapes 2 wird viel besser. Ja? Und sowieso. Ja, sag ich nur eins zu, holt euch das Ding. Richtig krasse Scheiße, wurde auch richtig fette krasse Dinger schon aufgenommen. Läuft. Tracks sind schon mal schlecht, die ich schon gehört habe. Sehr gut. Sehr gut, ja. Sehr gut. Und natürlich, dieses Jahr will ich ja nicht nur Mixtape von Demo und mir rausbringen, sondern der Banger hat dieses Jahr, eigentlich sollte Summertime Mixtape kommen, aber ich habe ein paar Sachen davon genommen und Holländer Polte 2. Ja, als wir da vorhin gesessen haben, er hat voll das Kotzen bekommen, was der da wieder für eine Scheiße gelabert hat, ne? Shepherd Island, bisschen Dings zu geil und mit seinem Holländer Polte, ich hab gesagt, ey, nee. Komm raus, drei. Zwei. Und dann wollte er 2 Uhr. Ja, es war nicht so unter Zeit dafür und es ist schon sehr in der Arbeit. Muss laufen noch werden, aber es ist auch ganz gut. Ich will nicht so viel versprechen. Aber dieses Jahr kommt auch viel raus von uns, weil wir viel. Auf jeden Fall. So, ich sag, labert Scheiße über mich. Und mein Hund in der Prolltem. Wollen wir mal sehen. Alter, was hast du für eine Scheiße? Was willst du denn, Alter? Holländer Protheps ist das Beste. Mit deinem scheiß Revenge, Alter. Was willst du, Junge? Na, was nur Scheiße? Von vorne bis hinten, Alter. Junge, was die Leute gucken das Video höchstens, weil die mich sehen wollen. Alter, ich stich dich ab, du Schwert, was willst du eigentlich? Oh, Bruder,